JFT, just fair and direct. So, ich freue mich, dass ihr zum einen alle da seid und dass der liebe Christoph Enzlin auch dabei ist heute im Webinar um 16 Uhr. Es geht um EA-Programmierung. Da ist der Christoph ein Profi quasi. Da, wo ich mich gar nicht so stark auskenne, kennt er sich richtig stark aus. Und zwar, wie gesagt, EA-Programmierung, das ist das Thema, ein Einführungswebinar für eine Serie. Es geht um Opening Range Breakout, Strategieentwicklung und Programmierung. Das habe ich noch so gelesen. Und ich weiß, darum wird es gehen. Und ich weiß auch, dass ihr euch darauf freut, dort vom Christoph abgeholt zu werden. Und ich freue mich, dass er hier für diese Serie für uns, für JFD zur Verfügung steht. Nichtsdestotrotz, auch er wird natürlich gleich seinen Bildschirm teilen. Von meiner Seite ganz kurz der Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was der Christoph hier sagt, an Setups formuliert, vielleicht auch vortradet, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen, wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker JFT habt, dann wie gewohnt auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker beantwortet bekommen. Und dann ist es auch soweit. Ich werde den lieben Christoph mit hinzubitten. Ich glaube, der Ton ist schon an. Christoph, ich grüße dich recht herzlich. Ja, hallihallo Markus. Hallihallo an alle ihr in der Runde heute. Sehr schön. Wir haben schon kurz ja gerade geplaudert. Du bist ja gar nicht in Deutschland. Oh, die Kamera ist an. Hallo Christoph. Servus. Ich kann mal kurz zeigen. Genau. Meine Frau sagt immer, zeig dich, wenn du kannst. Und wenn nicht, dann nicht. Aber wenn du kannst, lass die Leute sehen, wie du aussiehst und zumindest hier mal kurz zu Beginn, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Sehr schön, sehr schön. Nein, also theoretisch geht es auch die ganze Zeit, aber dann macht es halt den Präsentationsbildschirm kleiner. Genau. Und das ist dann wiederum nicht so schön. Also schön, dich zu sehen. Ja, fit und munter wie eh und je. Ja, aber hallo. Ja, ich habe es ja gerade schon angefangen. Du bist ja nicht in Deutschland. Viele von uns wissen das schon oder den Teilnehmer auch, viele auch vielleicht auch nicht. Du bist ja, aber da wirst du sicherlich auch gleich noch mal ein bisschen was zu sagen. 6 Stunden Zeitverschiebung. Vormittags um 10 ist es gerade in den USA beim lieben Christoph. Also ich werde dich mal zum Moderator ernennen und dann teilt sich jetzt dann auch gleich dein Bildschirm. Und dann musst du den einfach nur bestätigen. Und okay, sollte das schon losgehen. Oder hast du da was? Noch nicht? Warte. Doch. Jetzt, das sieht gut aus. Die Blumen. Sehr schön. Genau. Siehst du die Blumen? Okay. Ich sehe die schönen Blumen. Dann schalte ich meine Kamera wieder ab. Okay. So. Und jetzt haben wir den ganzen Bildschirm. Christoph, dir viel Spaß, euch viel Spaß. Bis zum Ende da. Dankeschön. Danke, Markus. Und nochmal herzlich willkommen auch von meiner Seite, liebe Leute, die ihr euch heute zugeschaltet habt in unser Webinar. Ich freue mich riesig darauf. Es ist ein einführendes Webinar. Es geht um die Open Range Breakout Strategie und ob und wie sich diese zur Automatisierung eignet, zur Automatisierung via EAs. Kurz vorab, für alle, die ein Programmierwebinar erwarten, es ist kein Programmierwebinar, sondern es ist ein Anwendungs-Webinar, wie, also einfach zu lernen erstmal, was ist die Open Range Breakout Strategie und wie kann diese mittels eines EAs, der schon existiert, einfach automatisch umgesetzt werden. Wer jetzt, für wen das interessant ist, bleibt drin. Für diejenigen, die vielleicht ein Programmierwebinar erwartet haben, können jetzt gehen sozusagen. Ich werde mich nicht von euch, von diesem Verlassen des Raumes, beleidigt fühlen sozusagen, sondern ich will das liefern, was ihr erwartet. Und wenn diese Erwartung aber nicht das ist, was ihr eben erwartet habt, dann haben wir das vorab geklärt. Das war mir wichtig. Also, heute Webinar, was machen wir heute dann im Detail? Wir gehen erstmal rein in die Open Range Breakout Strategie, in das Trading, was das genau ist. Vielleicht ein paar Details, die es da gibt. Wahrscheinlich haben viele von euch das Wort oder die Strategie Open Range Breakout schon gehört. Es ist ja auch eine der beliebtesten Strategien, die es da gibt zum Trading. Und genau, ich frage das aber gleich nochmal ab, wie gut ihr da quasi unterwegs seid, damit ich weiß, auf welchem Level ich referieren sollte. Genau, und dann gehen wir
einen zweiten Punkt, das ist im Prinzip der Hauptpunkt heute, wie kann man den automatisieren mittels eines EAs? Es gibt einige Trading-Roboter da draußen in der frischen Welt, in der Trading-Welt, mit der man diese Open-Range-Breakout-Strategie einfach automatisieren kann, ne? Dass man immer dann dabei ist, wann wirklich der Ausbruch passiert, wenn man manuell handelt und quasi auf die Ausbrüche wartet, ist auch nichts Falsches dabei, aber dann kann es oft sein, dass man vielleicht mal den Moment verpasst, um den es wirklich geht, also den Ausbruchsmoment, ist man vielleicht zu spät, man hat eventuell viel Slippage und ein Automat ist einfach viel, viel schneller. Das, ja, daran gibt's keinerlei Zweifel. Und dann werde ich noch einen Hinweis geben auf unser Aufbauwebinar, wo wir noch in größere Details gehen, Performance-Analysen, wo ich Ihnen ein paar Setups zeige für unseren Open Range Breakout EA, der die für aus unserer Sicht vielversprechend sind. Ja, das gibt's auch noch diese Woche übrigens, aber dazu sage ich nachher mehr. So, gehen wir erstmal los. Erstmal kurze Umfrage, ihr lieben Leute. Ich will euch kennenlernen. Ich möchte gerne wissen, wie bekannt die Open Range Breakout Strategie bei euch ist, bei dir. Schreibt mal bitte in den Chat oder in die Fragen. Ich weiß nicht, was ihr jetzt zur Verfügung habt, ob ihr Chat oder Fragen oder beides zur Verfügung habt. Aber bitte schreibt mal in die Box, in die ihr reinschreiben könnt, hier im System den Buchstaben. Also A. Ihr habt noch nie von der Open Range Breakout Strategie gehört, ist quasi ganz neu für euch. Dann schreibt den Buchstaben A rein. Dann schreibt den Buchstaben B rein, wenn ihr den Namen Open Range Breakout vielleicht schon gehört habt, aber keine Details kennt. Ja, wenn es euch noch im Detail unbekannt ist. C, wenn ihr damit schon gearbeitet habt, aber vielleicht noch nicht das Glück hattet oder die Erfahrung, damit profitabel zu sein. Und D, die ganz Erfahrenen unter euch, die einfach schon wirklich regelmäßig damit arbeiten und profitabel sind damit. Schreibt mal bitte A, B, C oder D oder vielleicht auch eine Mischung daraus rein in die Fragen, in den Chat, damit ich sehen kann, wo ihr steht und das Ganze auch ein bisschen interaktiver ist. Also, was haben wir hier? Super, da erstmal herzlichen Dank für eure super rege Teilnehmer. Das ist klasse, wir haben dabei. Oh, das geht ja schon richtig los hier. Warte mal, muss ich mal zurückscrollen. Wir haben den Seba mit null Ahnung, den Rudolf mit keine Ahnung, Reinhold mit B, also noch keine Details. Wir haben einen Jürgen, den Jürgen, hallo Jürgen und hallo Reinhold, wir kennen uns alle schon, das ist klasse. Ja, dass ihr da seid heute, herzlich willkommen. Genau, also der Jürgen hat schon damit gearbeitet, aber noch nicht auf dem grünen Zweig. Rüdiger, B, kennt noch keine Details. Seba hat man schon genau. C, du bist auch noch nicht auf dem grünen Bereich. Franz, okay. Willi, B, Rudolf, A, wir haben B. Oh Mann, das ist richtig viel heute los. Danke für eure super Interaktion hier. B, B, C, B, Robert, B, Frank, C, Andreas, B, Lutz, C, Helmut. Auch schön, dich wieder zu sehen. Ich erkenne deinen Namen, genau, B, Wolfgang, B, Harry, D, Spigniew, du bist schon richtig gut dabei, das ist klasse. Auch nochmal ein D hier, das weiß ich jetzt nicht, den Namen, Densline, okay, Jürgen, C, B, Andreas, C, Spigniew, hallo C, der Jürgen Winter, hallo, C, Erich, C, Fritz und hallo Christoph Jürgen. Ah ja, sehr schön, sehr schön. Gut, klasse. Danke hierfür. Also diejenigen, die jetzt Isabella schreibt zwischen C und D. Das ist super. Du bist dann auf dem richtigen Weg. Diejenigen, die wirklich ein reines D hier haben stehen haben. Ich weiß, man kann immer dazu lernen, aber erwartet nicht zu viel von diesem Webinar. Na, ich erkläre ein paar Sachen natürlich, die vielleicht neu sind. Jeder erklärt es ein bisschen anders und vielleicht gibt es einen neuen Impuls, über das Ganze nachzudenken, um für euch noch besser zu werden. Aber das Hauptziel dieses Webinars sind Leute A, B und vielleicht C, also nicht nur vielleicht, sondern sicher auch C, genau, damit ihr in dieses Thema reinkommt. So, vielen Dank, war klasse. Super, dass ihr so rege hier mit dabei seid. Den Risikohinweis Haftungsausschluss hat Markus schon erledigt. Den werde ich hier jetzt mal überspielen. Ich habe hier meinen eigenen
aber der ist quasi von der Idee her exakt der gleiche. Kurz zu mir. Ein paar von euch kennen mich schon, ein paar natürlich noch nicht. Ihr seid neu dabei. Also ich bin der Christoph, ich bin der Christoph Enslin und kurz ein paar Sachen zu mir. Ich bin vor 44, oh, das ist eine alte Folie. Ich bin vor 45 Jahren in Esslingen am Neckar geboren. Genau, vor 45 Jahren. Die Börse mache ich seit 35 Jahren. Ich war 9 Jahre alt, als ich meine ersten Aktien gekauft habe. Ja, ist eine Geschichte für sich. Zeitung am Frühstückstisch meiner Eltern und ich sehe diese Tabellen und irgendwie Tabellen in der Zeitung, was soll das? Und dann wurde mir das erklärt, das ist eine Aktie, das sind Aktienkurse und so weiter. Und das fand ich ganz spannend, weil mein Vater hatte das so erklärt, mein Vater damals beim Daimler gearbeitet, der sagte dann so, ja, wenn du eine Daimler-Aktie hast, dann gehört dir ein Grasbüschel zwischen der Pforte und dem Bürogebäude, in dem ich arbeite. Und ich so, ah, das ist cool, das will ich. Und habe dann meine erste Aktie gekauft. War damals keine Daimler-Aktie, aber eine Thyssen-Aktie, die hat sich dann verdreifacht in wenigen Jahren und das hat mich natürlich an die Börse gehuckt. Dann war ich gefesselt, dass man einfach so das Taschengeld vermehren kann, ohne was dafür zu tun. Also man tut natürlich schon was dafür, aber es ist sehr, sehr passiv, diese Geldvermehrung. Dann vor 13 Jahren habe ich meine Firma Mindful FX gegründet. Vorher hatte ich eine Banklehre gemacht, BWL-Studium und dann 5 Jahre bei Hypovereinsbank und Deutschen Bank im Forex Capital Market Sales für den Mittelstand gearbeitet und da auch meine Liebe sozusagen zum Forex-Markt erkannt. Es war nicht meine erste Liebe. Meine erste Liebe sind Equity Options, Aktienoptionen, aber sozusagen meine zweite Liebe hier in Sachen Finanzwelt. Der Forex-Markt. Genau, und dann seit über 11 Jahren machen wir innerhalb der Mindful FX EA-Programmierung und eben auch Trading und seit wenigen Jahren, seit 2, 3 Jahren auch EA-Trader-Coaching, um Leute eben, die mit EAs arbeiten wollen, um die auf den grünen Zweig zu bringen, weil es gibt viele Mythen, die sich um das Thema EA-Trading, EAs ranken. Die meisten davon sind nicht wahr. Zum Beispiel, man kann einfach nur ein EA anschalten und gut ist. Nein, man muss lernen, mit dem EA wirklich zu arbeiten und auch Zeit reinzustecken, die Strategie gut kennenzulernen und die Märkte, auf die man diese Strategie anwendet, sehr gut kennenzulernen. Nur dann wird man mit EAs erfolgreich sein. Genau. Vielleicht kennt ihr mich schon von Mindful FX, vielleicht auch von anderen Publikationen. Ich habe mehrere Artikel im Traders Magazin veröffentlicht, habe auf der World of Trading schon gesprochen, habe natürlich schon viele Webinare hier bei JFD gemacht, was mich auch immer sehr, sehr freut. Die Jungs und Mädels, ich habe noch, glaube ich, noch keine Damen kennengelernt bei JFD, aber die Jungs bei JFD, die ich kennengelernt habe, alles super Typen, macht richtig Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten, Markus, Chris und alle anderen. Genau. Vielleicht kennt ihr mich vom Finanzbuchverlag. Ich habe letztes Jahr mein erstes Buch veröffentlicht im Finanzbuchverlag. Dieses hier mit Handelssystemen zum Börsenerfolg, zusammen mit dem Mike Schober. Und das, ja, hatte einen richtig guten Start bisher. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr weiterhin zuschlagt und euch informiert und das Buch kauft. mindfulfx.de/Buch kriegt ihr mehr Infos darüber. Kurz nochmal zurück. EATON 2022, unten rechts, das war die Konferenz, die wir letzten Herbst im November gemacht hatten, wo es rund um das Thema EA 18 Tage lang ging, war eine spannende Geschichte und ich hoffe, dass ich das dieses Jahr wieder organisieren kann. Also, heute geht es um die Open Range Breakout Strategie. Der Handel, kurz definiert, was ist das? Es geht um den Handel von Kursausbrüchen aus einer festgelegten Handelsspanne. Und diese festgelegte Handelsspanne ist zeitlich festgelegt. Jeden Tag ist sie gleich festgelegt. Also ja, man könnte Ausbrüche aus vielleicht langtägigen Widerständen oder ja, oder aus zum Beispiel Bollinger-Bändern oder Envelopes oder sowas traden. Aber bei der Open Range Breakout Strategie wird eine Handelsspanne zeitlich festgelegt. Hier zum Beispiel am
morgen, ich weiß jetzt gerade nicht, was das für eine Uhrzeit ist, aber sagen wir mal, eine Handelsspanne zwischen 5 und 9 Uhr, das, oder können wir mal klassisch an, ne? Wir fangen an. Klassisch ist die Strategie im DAX angewendet. Ihr wisst vielleicht, der DAX Future eröffnet um 8 Uhr an der Eurex. Der DAX selber, der Index selber, wird aber erst ab 9 Uhr berechnet von der deutschen Börse. Da gibt es natürlich schon vorher Indikationen darauf, von diversen Anbietern inklusive CFDs. Aber der eigentliche Index wird erst ab 9 Uhr gehandelt, weil da die Frankfurter Börse, weil da Xetra öffnet. So, und deswegen ist die Idee, na, der vorbörsliche Handel, wo aber schon ziemlich gute, relativ gute Liquidität da ist im Future, wo die Profis quasi handeln, da kann man sich eine Range, ja, die Handelsspanne zwischen 8 und 9 Uhr auswählen und dann geht es ab 9 Uhr oder 9 Uhr 1 oder sowas geht es dann los. Und wenn aus dieser Range dann ausgebrochen wird, dann handeln wir diesen Ausbruch in Ausbruchsrichtung. Ja, also prozyklisch, trendfolgend, wobei es nicht unbedingt ein Trend sein muss, aber es ist ein Ausbruch, also ausbruchsrichtungsfolgend. Und wir sehen das hier jetzt mal schematisch dargestellt das ist jetzt ein Euro-Yen-Chart. Man kann das natürlich auf jeden Chart anwenden. Man muss das nicht auf den DAX anwenden. Und man kann sich auch irgendwelche Uhrzeiten auswählen. Na, man kann von 3 bis 7 Uhr die Range machen. Man kann von 6 bis 12 Uhr vielleicht die Range machen, wenn man die quasi die Ausbrüche, die in der US-Session am Nachmittag passieren, die Ausbrüche aus der Europa, aus der Londoner Session, könnte man damit handeln. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu gestalten. Es sind sehr, sehr viele Freiheitsgrade. Und dann wird zum Beispiel bis 19 Uhr abends oder bis 17 Uhr abends, wenn man DAX handelt, natürlich dann nur bis 17:30 Uhr. Also wenn man die Kasse handelt, dann genau, dann handelt man da einfach die Ausbrüche daraus. Jetzt hier zum Beispiel haben wir diese Range, die festgelegt wird. Und dann wird hier ein Sell-Deal gemacht, ein Short-Deal hier unten bei Ausbruch aus der Unterkante dieser morgendlichen Range. Ja? Und hier sieht man, der Kurs geht dann schön nach unten. Das ist jetzt bilderbuchartig. Ja? Das ist schemisch, erstmal, um euch zu zeigen, was da möglich ist. Es klappt natürlich nicht immer, ist klar. Aber jetzt hier erstmal schematisch, wie der Plan aussieht. Also, wir gehen short hier an dieser Stelle. Und dann geht's runter mit dem Kurs. Wunderbar. Hier sehen wir ein kleines Strichchen. Dieses Strichchen ist, wenn man mit einem EA handelt, ist der Nachzug des Stop-Losses. Hier sitzt in diesem Setup ist ein Trailing-Stop mit eingebaut. Es geht runter, runter, runter. Der Trailing-Stop hier wird mit runtergezogen. Der Stop wird auf dieses Niveau angepasst. Und nachdem dann der Kurs sein Tief gefunden hat und gedreht hat, dann wird dieser Deal hier im Stop-Loss, im nachgezogenen Stop-Loss ausgestoppt. Dann geht der Kurs wieder in die Range rein, pendelt ein bisschen und dann geht es nach oben. Am gleichen Tag geht es nochmal nach oben und dann kommt da nochmal ein schöner Ausbruch. Wunderbar. Ja, und hier laufen wir, ich glaube, hier ist es auch ein nachgezogenes Stop-Loss. Genau, sonst, aber es könnte auch ein Take-Profit sein. Man könnte sagen, okay, ich nehme diese Range hier, und will das Einfache, diese Range nach oben auch als Gewinn haben, dann hätte ich hier mit einem 1 zu 1 CRV, Chance-Risiko-Verhältnis oder auch ein 2 zu 1, wie auch immer. Auch hier sehr, sehr viele Freiheitsgrade, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. So, und dann springen wir einfach gleich mal in ein Chart, um das zum Beispiel am heutigen Beispiel, am heutigen Stand hier mal uns anzuschauen. Der, ja, zum Beispiel hier der DAX heute. Ja, ich habe hier mal eine Range gezeichnet oder habe den EA diese Range zeichnen lassen und aus dieser Range gab es heute schon mal einen Ausbruch. Ja, diese Range ist leicht erweitert übrigens. Ja, also komme ich gleich dazu im Detail, aber die Range wurde festgelegt, sie wurde leicht ausgedehnt, damit nicht bei jedem kleinsten Tickausbruch hier gehandelt wird. Hier äußerst ungünstige Ausführungen, ja, also quasi gerade
oberen Rand und dann hat es gedreht, also im oberen Rand long gegangen und dann hat es gedreht. Und der Stop-Loss war bei 40% dieser Range. Ja? Also nicht die, man kann die ganze Range als Stop-Loss auswählen oder halt einen Teil dieser Range. Hier jetzt zum Beispiel in diesem Setup ist es mit 40% eingestellt als Range. Ja, die hier 40% der Range als Stop-Loss. So, und dann ging es runter. Hier gab es keine Deals mehr, weil hier ist noch ein weiterer Filter drin, der Short-Ausbrüche jetzt hier in dem Fall vermieden hat. Kommen wir gleich mal dazu, gleich noch dazu, was es damit auf sich hat. Aber, also die Regeln sind im Prinzip ganz klar. Wir definieren eine Zeit von 6 bis 9 Uhr zum Beispiel. Und in dieser Zeit messen wir die Range des Underlyings, jetzt hier zum Beispiel des DAX-CFDs. Und dann legen wir, also wenn dieser Zeitraum dann vorüber ist, also wenn es von 6 bis 9 Uhr war, dann also um 9 Uhr, zeichnen wir uns diese Range ein, machen quasi eine Box in irgendeiner Form oder eben hier sind es Linien für den Rest des Tages bis zu einer gewissen Uhrzeit, bis zu der wir das handeln wollen. Jetzt hier zum Beispiel bis 17 Uhr, bis 19 Uhr, ja, zeichnen wir dann quasi ein unseren Zeitraum, bis wann wir handeln wollen und dann legen wir los. Wenn ein Ausbruch nach oben kommt, gehen wir long. Wenn ein Ausbruch nach unten kommt, gehen wir short. Beim Ausbruch nach oben ist quasi in der Standardversion das gegenüberliegende, also standardmäßig ist immer das gegenüberliegende Ende dieser Range der Stop-Loss. Ja, das ist quasi die Grundidee und dann geht es hin und her und hin und her, bis wir halt hoffentlich in einen Gewinn laufen. Hoffentlich passiert das ganz früh, wie jetzt zum Beispiel wie auf dem anderen Bild gesehen. Aber es ist natürlich, ja, es gibt da natürlich keine Sicherheit, dass das passiert, ist ganz klar. Es ist eine Handelsstrategie wie jede andere, die Gewinndeals hat und die aber auch Verlustdeals hat und vielleicht sogar mehr Verlustdeals als Gewinndeals. Und deswegen ist es wichtig, das Risikomanagement richtig einzustellen. So, damit sind, ich frage mal einfach in die Runde. Denkt ihr, wenn wir hier jetzt diese klaren Regeln haben, ja, diese Regeln, die ihr jetzt gehört habt, ist es damit leicht oder schwer, eine Automatisierung dieser Strategie zu arrangieren, zum Beispiel per EA? Ist es gut oder schlecht umsetzbar als EA, als Automatisierung? Schreibt mal gut oder schlecht in die Fragen. Spicknip sagt gut, jawohl. Ich trinke mal kurz einen Schluck, während ihr in die Tasten haut. Haben wir gut, ja, andere Trading Coaches auch, genau. Gut. Fertig, super. Ach, genau, alles klar. Richtig, so ist es. Sobald wir ganz genaue, ja, Regeln haben, die wirklich mathematisch exakt zu definiert sind, können wir mit bisschen Programmierkenntnis und heutzutage vielleicht auch mit bisschen Kenntnis, wie man einen Chatbot verwendet, können wir einen EA programmieren, ja, oder programmieren lassen oder kaufen. Ja, aber grundsätzlich eine Strategie, die eindeutig definiert ist, ist leicht automatisierbar, ja, weil es gibt im Prinzip keinerlei Interpretationsspielraum. Ja, es ist nicht so, ja, also wenn der Kurs nahe eines Levels ist, dann gehe ich long oder vielleicht gehe ich auch short, je nach Gefühl. Das lässt sich nicht automatisieren, aber hier ganz klare Regeln und entsprechend leicht automatisierbar. Merke, wenn ihr was automatisieren wollt, müsst ihr das wirklich einwandfrei definieren können. Mathematisch, so dass es jeder andere verstehen kann, sagen wir, der es verstehen will, sagen wir es mal so, ne? Gut. Und jetzt haben wir geklärt, wie die Strategie funktioniert. Wir haben geklärt, sie lässt sich automatisieren. Und jetzt zeige ich euch, wie sie zum Beispiel hier über diesen EA MFX Open Range Breakout Deluxe automatisiert ist.
Und dabei gehen wir jetzt mal ein paar Details. Welche weiteren Strategieausgestaltungen es denn da geben kann? Ja, ich habe die Basis, die grundlegende Strategie gerade kennenlernt, aber es gibt dann natürlich noch viele weitere eben Spielmöglichkeiten, mit denen man das Ganze verfeinern kann. Jede Strategie kann bis ins X-te verfeinert werden, und ob das Sinn macht oder nicht, ist eine andere Frage, aber gewisse Verfeinerungen sind auf jeden Fall sinnvoll, und die zeige ich euch jetzt. Also Beispiele solcher Verfeinerungen zeige ich jetzt euch hier eben am Beispiel dieses EAs. Also ich gehe mal in die, hier zeige ich euch mal eben diese Einstellungen, die in einem EA möglich sind oder die in diesem EA möglich sind. Andere Open Range Breakout EAs, die es da draußen gibt in dieser Welt, haben wahrscheinlich in irgendeiner Form ähnliche Ausgestaltungsmöglichkeiten. Vielleicht haben sie ein paar mehr hier, ein paar weniger dort. Also es kommt dann drauf an. Aber ich will euch mal ein paar eben zeigen, die hier mit eingebaut sind. Erstmal Festlegung der Range Anfangszeit, Stunde, Minute, und der Range Endzeit, Stunde, Minute. Ja, also wir müssen natürlich festlegen, von wann bis wann gucken wir auf die Range. Haben wir ja schon besprochen. Ja. Und dann gibt es diese Range, und die können wir einfach 1:1 handeln, oder wir können sie vielleicht leicht ausweiten oder leicht einengen, je nach Vorliebe oder natürlich noch viel wichtiger, je nach Statistik. Kommen wir nachher noch dazu zum Thema Statistik. Hier in dem Fall geht es jetzt, ist die Range-Ausweitung. Also ich habe viele EAs gesehen da draußen, die sagen, okay, mach's um ein Pip oder einen Indexpunkt oder was auch immer, mach die Range größer oder kleiner. Das ist so ein kleiner Puffer im Prinzip. Wir haben uns dafür entschieden, das als im Prinzip als Faktor, als Vielfaches der Range selber zu gestalten. Also zu sagen, okay, das jetzt hier in dem Fall das 0,1-fache der eigentlichen Range, das werden wir nach oben einmal und einmal nach unten entsprechend hinzufügen, um so einen kleinen Puffer zu machen. Ja, damit es eben nicht bei jedem kleinsten Ausbruch, der vielleicht nicht signifikant ist, aus dieser Range long geht oder short geht, sondern eben erst, wenn es richtig zur Sache geht. Und wir sehen das hier zum Beispiel, wenn wir mal genau hinschauen. Ich mache das nochmal. Nee, falsch. Genau. Also wenn wir hier genau hinschauen, dann seht ihr diese paar Kerzen hier, die haben Hochs, die waren höher als dieses Range, das eigentliche Range hoch. Und da wären wir hier schon mal long gegangen, dann wären wir hier unten ausgestoppt worden, vielleicht wären wir nochmal long gegangen und nochmal ausgestoppt worden. Und da wären wir in diesem Setup vielleicht schon dreimal long gegangen und hätten natürlich viel, viel mehr verloren als nur das eine Mal, das wir jetzt hier in dem Fall verloren haben. Also deswegen eine wichtige, vielleicht nicht entscheidende, aber es kann entscheidend sein, je nachdem, wir lassen das, wir als erfolgreiche EA-Trader lassen immer die Statistik entscheiden, ja, um wie wir, ob wir was handeln oder wie wir einen EA ausgestalten. Die Farbe könnte man einstellen, okay, das ist optisch nicht so wichtig für die Funktionalität. Und was wir dann noch hier dazu gemacht haben, sind dass die Ranges ein gewisses Minimum haben müssen oder ein gewisses Maximum. Und das lässt sich einerseits in Punkten angeben oder es lässt sich in einem Vielfachen vom ATR angeben. Ja, Punkte ist für diejenigen interessant, die sagen, ich will immer einen DAX-Punkt zum Beispiel draufgeben oder einen Pip bei Euro-Dollar oder einen Pip bei Euro-Yen zum Beispiel. Und da genau, und oder die in Pips eben oder Punkten denken, ja, dann kann man hier auch die Range sagen. Also wir sagen, wenn die Range kleiner zum Beispiel als 100 DAX-Punkte ist oder kleiner als 10 DAX-Punkte ist, dann ist an dem Tag auf keinen Fall was los, wollen wir nicht machen. Oder auch die andere Seite, ne, zu sagen, wenn wir schon in dieser morgendlichen Phase 200 Punkte DAX-Index-Punkte Bewegung hatten, dann will ich hier auf keinen Fall mehr Ausbrüche handeln. Könnte ich auch so denken. Und das Ganze kann ich eben statt in Indexpunkten auch in einem Vielfachen von ATR ausdrücken. Was ist ATR? ATR ist
ein Indikator, der die Volatilität misst, der die Handelsspanne misst. Wir haben es hier im MT5, können wir den mal reinladen, halt einfügen, Indikatoren, Oszillatoren, Average True Range. Standardmäßig ist der mit 14 eingestellt und dann sehen wir hier, er zeigt uns niemals eine Richtung an, aber er zeigt uns, wie viel Bewegung gerade im Markt ist. Und das ist eben die, vereinfacht gesagt, es ist die Handelsrange, also von hoch bis tief, der durchschnittlich der letzten x Perioden, hier zum Beispiel 14 Perioden. Ja? Und deswegen, deswegen könnte es sinnvoll sein in einem Open Range Breakout Szenario, damit ich vielleicht leichter ein Setup von einem Asset, wie jetzt dem DAX, auf ein anderes Asset übertragen kann, vielleicht auf den US30. Ja? Der US30 ist doppelt so teuer wie der DAX ungefähr und deswegen wären ein Range Maximum, Range Minimum und Maximum an Punkten, die müssten angepasst werden. Im ATR müssten wir es nicht unbedingt anpassen, weil wir sagen, okay, es wird einfach die aktuelle Volatilität genommen in einer in Kurs ausgedrückten Zahl, also es wird die, und damit haben wir ein sinnvolles Maß, ein Volatilitäts- und ein Preismaß, anhand dessen wir vorgehen könnten. Deswegen hier das ATR. Also hier, genau, als Minimum und Maximum der Range. Dann, was gibt es noch an weiteren Filtern oder Möglichkeiten, das auszugestalten? Hier zum Beispiel, dass wir auf jeden Fall Buy und Sell abwechselnd handeln müssen. Ja, das zeige ich euch gleich nochmal hier. Hier ist, wäre das so eingestellt. Ja, also wir haben hier einen Ausbruch nach unten. Und der nächste Deal muss ein Buy-Deal sein. Deswegen ist auch hier, nachdem wir hier einmal wieder in die Range eingetaucht sind, ist hier kein weiterer Short eröffnet worden. Ja, sondern das wäre zum Beispiel die Ausgestaltung zu sagen, wir handeln immer nur abwechselnd. Erster Ausbruch Short, dann ist der nächste Ausbruch, den wir handeln dürfen, immer nur der Buy-Ausbruch. Kann man ein, kann man ausschalten, wie man will. Dann könnte man eben einen MA-Filter, also einen Moving Average als Filter nehmen. Wenn wir zum Beispiel sagen, der Kurs, wir handeln nur diese Ausbrüche, wir handeln nur die Ausbrüche bei, die oberhalb eines Moving Averages stattfinden. Sagen Sie, wir handeln nur die Ausbrüche Sell, wenn der Kurs gerade unterhalb eines MAs ist. Und dieser MA, dieser gleitende Durchschnitt, der ist hier einstellbar. Zum Beispiel hier mit 38 Perioden ohne Versatz in Simple angewendet auf den Low Price im 1-Stunden-Chart. Ja, da kann man dann einstellen, in welchem Chart Timeframe, der abgefragt wird. Okay? Und das ist auch der Grund, dieser MA-Filter ist auch der Grund, warum hier kein Deal gehandelt wurde, weil eben der Kurs ist, der H1-MA ist irgendwo, weiß nicht, wo der gerade ist, aber der ist auf jeden Fall unterhalb der unteren Range-Begrenzung am heutigen Tag und deswegen gibt es hier keine Deals auf der Unterseite heute. Genau. Wie gesagt, ob das sinnvoll ist oder nicht, da dürfen wir niemals auf einen einzelnen Deal schauen, sondern müssen immer gucken, was hat die Masse an Deals. Es geht hier um eine Strategie, eine stringente Strategie, die wir möglicherweise über Jahre lang unverändert oder nur leicht verändert handeln wollen. Und dann kommt es niemals auf einen einzelnen Deal an, sondern immer auf die Statistik aller Deals, die da gehandelt werden. Genau. So. Dann könnte man mit einbauen, dass wir das Ganze eben nicht in Ausbruchsrichtung handeln, sondern in umgekehrter Richtung. Ja, also, dass wir das quasi als Anzeichen, also, dass wir diese Range nehmen für einen Tag oder eben als Strategie, die, wo es eher seitwärts geht, ja, wo wir quasi annehmen, oben, wenn es nach oben ausbricht, werden wir auf jeden Fall wieder rumdrehen. Wenn wir nach unten ausbrechen, geht es wieder nach oben. Also quasi als in umgekehrter Auslegung. Haben wir jetzt hier ausgeschaltet. False heißt falsch, also ist ausgeschaltet. Das wäre aber eine zusätzliche Ausgestaltungsmöglichkeit für Leute, die einfach mal diverse Sachen ausprobieren wollen.
Dann natürlich Ausgestaltungsmöglichkeit ist die Handelsendzeit, zu der wir den Handel auf jeden Fall beenden wollen. Ja, 19 Uhr. Das ist nicht, wie gesagt, das ist nicht die Uhrzeit des Endes der Box, ja, das ist der Range, sondern das ist die Uhrzeit, zu dem wir alle offenen Positionen schließen wollen und nicht mehr und keine weiteren Ausbrüche zulassen. Dann gibt es natürlich das Deal-Management selber, Risikomanagement, ne, das Deal-Management in Sachen Stop-Loss, Take-Profit, Break-Even und Trailing-Stop. Dafür stehen jetzt hier die Kürzel SL, TP, BE und TS. Und die sind eben nicht in Punkten oder Pips oder Indexpunkten oder sowas anzugeben, sondern in der Denkweise des EAs, der Strategie, in einem Vielfachen der Range. Wie oben bei der Ausweitung geht es jetzt hier auch, dass eben um das 0,4-fache der Range, hier zum Beispiel im Stop-Loss, oder das 1,2-fache der Range als Take-Profit. Ja, also hier, wenn wir das 1,2-fache als Take-Profit haben, das 0,4-fache als Stop-Loss, ergibt sich 1,2 durch 0,4 ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3. Ja, folgerichtig. Also wenn der Deal richtig gut läuft und in den Gewinn läuft, dann haben wir in einem Gewinndeal das Dreifache verdient, als wir in einem Verlustdeal verlieren. Jetzt hier in dieser Einstellung. Und damit reicht uns eine Trefferquote aus, die vielleicht 40% ist oder sowas, dann um immer noch Gewinn zu machen. Genau. Break-Even-Funktionalität übrigens bedeutet, also wenn ein gewisser Gewinn erreicht wurde, dann wird der Stop-Loss auf Einstand nachgezogen. Okay? Und Trailing-Stop ist natürlich der Trailing-Stop. Ja? Also bei jedem erreichten neuen Hoch ab einem gewissen Gewinn wird in diesem Abstand von dem Hoch bei einem Buy, von einem Tief bei einem Sell, der Stop-Loss entsprechend nachgezogen. Jetzt hier zum Beispiel wäre das im Abstand vom Zweifachen der Range. Jetzt sehen wir hier auch reiner Logik, na, dass der Trailing-Stop würde aktiviert werden in dieser Einstellung ab dem Zweifachen der Range, wenn der Gewinn das Zweifache der Range ist. Damit ist dieser Trailing-Stop aber effektiv ausgeschaltet, weil ja schon vorher beim 1,2-fachen ein Take-Profit geschieht. Ja, also da kann man auch mit spielen, zu sagen, okay, will ich einen Trailing-Stop überhaupt? Wenn ich ihn will, dann muss ich ihn natürlich anschalten, bevor es hier losgeht, bevor der Take-Profit erreicht werden kann. Gleiche gilt für den Break-Even übrigens. So, das können wir mal rauslassen. Magic Number, das ist noch ein wichtiger Punkt bei EAs. Für diejenigen, die noch nicht mit EAs gehandelt haben, es geht, eine Magic Number ist eine Identifikationsnummer, die die Macher der MetaTraders, die haben das Magic Number genannt. Okay, es ist aber eigentlich einfach nur eine Identifikationsnummer, die du als Trader wirklich frei wählen kannst und die einem EA zugeordnet wird und die der EA dann benutzt, um seine eigenen Deals wieder zu erkennen. Und das ist ganz wichtig, das zeige ich kurz als Beispiel. Wir haben jetzt hier diese 190705. Das ist jetzt dieses Setup. Wenn ich jetzt aber gleichzeitig ein EA laufen lassen will, auch auf dem DAX, aber mit anderen Einstellungen, der gleiche EA, zum Beispiel habe ich hier jetzt eine Einstellung, die wir als sehr, sehr erfolgsversprechend festgestellt haben. Das zeige ich auch gleich nochmal. Für den DAX, dass wir diese morgendliche Range nehmen und um das Vierfache nach oben und um das Vierfache nach unten ausweiten. Mag crazy klingen, okay, aber hat statistisch einen echten Edge. Ne? Das ist wirklich erst, wenn es richtig zum Laufen kommt, wenn der Kurs richtig ins Laufen kommt, erst dann gehen wir rein in den Deal, in den Ausbruch aus der ausgeweiteten Range. Und wenn ich das jetzt parallel handeln will, zum Beispiel einmal die quasi exakte Range und einmal aber die stark ausgeweitete Range, dann muss ich hier eine andere Magic Number vergeben. Ja, vorher hatten wir 190705, jetzt haben wir hier 190706, damit dieses Chart, dieser EA hier weiß, es geht um die
um dieses Setup hier mit dem vierfachen, mit der vierfachen Range und damit dieser Chart hier weiß, es geht um die um das 0,1-fache nur ausgeweitete Range. Ja, das sind, die müssen natürlich separat gemanagt werden und das erlaubt diese Magic Number. Das hat im Prinzip jeder EA. Ich würde sagen, ich hab noch keinen EA gesehen, bei dem die Magic Number nicht einstellbar ist. Das muss sein. Das ist auf jeden Fall wichtig. So, dann Risikomanagement sollte vorgegeben sein. Also ich bin ein Verfechter davon, nicht in absoluten Lots zu denken, sondern in Risiko. Welches Risiko will ich pro Deal eingehen? Wenn ich jetzt zum Beispiel das 0,4-fache, wenn ich ein Kursrisiko vom 0,4-fachen der Range eingebe, ist das heute, sind das zum Beispiel, sagen wir mal, 20 Indexpunkte. Morgen sind das aber vielleicht 40 Indexpunkte. Gestern waren es vielleicht 15 Indexpunkte. Und damit hätte ich bei einer fixen Lot Size jeweils ein anderes Risiko in Geld. Und das will ich auf jeden Fall vermeiden. Ja, ich will jeden Tag, jeden Deal wissen, genau was ich verlieren kann, maximal. Das ist das Einzige, was wir kontrollieren können. Wenn wir traden, ist das, was wir verlieren können, maximal. Und deswegen bin ich ein großer Verfechter davon zu sagen, denke, geh weg davon zu sagen, ich will immer nur 0,1 Lots oder 1 Lot oder 0,3 Lots oder sowas handeln, sondern ich will 1% oder 0,3 oder 0,1% vom Equity riskieren pro Deal. Equity ist das Kontokapital. Also das soll hier vorgegeben werden, was ich pro Deal investieren will, als wenn es in den Verlust geht. Ziel 1 ist wahrscheinlich ein bisschen zu hoch für so eine Strategie, weil es mehrfach am Tag hin und her gehen kann, jetzt beim Open Range Breakout, dann hätten wir, ja, weiß ich, wenn es 5-mal hin und her geht und wir jedes Mal im Verlust liegen, dann hätten wir auf jeden Fall schon mal 5% verloren. Wäre vielleicht für den einen oder anderen passend, für andere aber nicht. Deswegen hier natürlich einstellbar, je nach Vorliebe. Ich habe dann hier auch noch vorgebbar gemacht, wie viele Deals denn am Tag maximal gehandelt werden. Ich kenne einen Kunde von mir, der sehr, sehr erfolgreich arbeitet mit einer Open Range Breakout Strategie, die automatisiert ist. Der handelt immer nur die ersten beiden Ausbrüche am Tag. Die darauf folgenden sind ihm egal. Ja, es geht ihm nur um die ersten beiden EAs. Ich habe auch von anderen, die ersten beiden Ausbrüche, ich habe auch von Leuten gehört, die sagen, ich will nur den allerersten handeln und bin dadurch erfolgreich. Ja, man kann da auf ganz verschiedene Arten und Weisen erfolgreich werden. Aber das ist dann eben wichtig, dass der Automat das weiß, wie viele Deals er denn machen kann. So. Man kann dann auch noch einschalten, ob, ja, ob ein, nach einem Verlust die Lot Size multipliziert werden soll, also hochgesetzt werden soll, also quasi ein Intraday Martingaling. Ja, also wenn wir hier einen Verlust machen mit 1% Risiko, dann wäre der nächste Deal 2% Risiko. Zum Beispiel der dritte Deal dann 4% Risiko. Ist nicht ganz mein Ding, aber auch da, ich kenne Leute, die machen das mit richtig viel Skill und sind entsprechend erfolgreich damit. Aber natürlich mit sehr großer Vorsicht zu genießen. So, dann kann man auch sagen, sobald mal ein Gewinn entstanden ist, ein Take Profit, das bedeutet hier in dem Fall Gewinn, sobald ein Take Profit entstanden ist, dann stoppt das Trading auf jeden Fall, auch wenn es quasi noch weitere Ausbrüche geben sollte. Vielleicht dreht der Kurs und es geht dann halt in die andere Richtung, was ein valides Signal wäre, es sei denn, wir haben das hier aktiviert, das hier sagt, nach einem Take-Profit, nach einem Gewinn, hören wir auf zu traden an diesem Tag, egal wo wir liegen. Insbesondere interessant hier in Kombination mit dem Lot-Multiplikator, dann kann das wirklich gut Sinn machen. Solange man das Risiko in Zaum hält, das Gesamtrisiko. Und dann kann man auch noch nach Wochentagen filtern. Das, denke ich, ist sehr, sehr sinnvoll grundsätzlich, weil es eben manche Tage gibt, die statistisch sehr, sehr langweilig sind, wo eben Ausbrüche in der Regel nichts beitragen zu einer positiven Ausbruchstrategie. Aber es gibt eben andere Tage, an denen es statistisch sehr relevant ist, wo das passiert. Aber genau das
kann man dann hier einstellen, aber genau das muss dann auch in einer Statistik wirklich untersucht werden. Und ich will mal einen kurzen Ausblick geben auf unser Webinar, auf unser Aufbau-Webinar am Freitag, wo wir hier im Detail auf dieses DAX-Setup eingehen werden. Ich zeige euch auch noch ein Setup für einen Euro-Dollar und für einen Euro-Yen, die wir hier vorbereitet haben in den letzten Wochen. Sehr, sehr vertiefend haben wir daran gearbeitet, dass wir hier saubere Setups für diese Strategie und insbesondere für diesen EA finden. Und Setups, wenn ich von einem Setup spreche, geht es immer darum, es geht um den EA selber und dann auf welchem Chart verwenden wir den, auf welchem Symbol und mit welcher Einstellungskombination wird das verwendet. Ja? Das ist ein Setup für ein EA. Also kein Trade-Setup für einen einzigen Trade, sondern im Prinzip das übergreifende, das übergeordnete Setup. Okay. Gut, zeige ich euch kurz mal also das Thema Statistik, wie gesagt, ist extrem wichtig im EA-Trading. Es geht hier nicht darum zu sagen, oh, jetzt hat es heute nicht funktioniert, dann wird es morgen vielleicht auch nicht funktionieren. Nee, darum geht es nicht, sondern es geht darum, wie hat es in der gesamten Vergangenheit funktioniert, aufgespaltet am besten in verschiedene Zeitscheiben. Auch dazu noch mehr Infos am Freitag. Aber genau. Und solche Statistiken können wir erstellen im ersten Schritt aus historischen Kursen, ja, aus einem historischen Gegebenheiten, aus einer historischen Kursreihe. Und das ist das Schöne jetzt hier zum Beispiel am MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Wenn man einen EA hat, dann können wir diese Strategie backtesten. Backtesten bedeutet, wir wenden diese Strategie auf die historische Datenreihe an und schauen, ob sich da entsprechend was ergeben hat im Sinne von Gewinn oder Verlust. Ich zeige das mal ganz kurz anreißend. Es gibt hier eben einen Strategietester im MetaTrader. Das sieht im MetaTrader 4 und 5 ein bisschen anders aus jeweils. Ich zeige es jetzt hier im MetaTrader 5 und den findet ihr hier unter Ansicht Strategietester. Ja, da blendet ihr den ein und dann kann man hier unter Einstellungen im Prinzip den Rahmen vorgeben. Gehen wir jetzt nicht ins Detail, aber dann können wir zum Beispiel sagen, dieser EA auf DAX vom, jetzt hier erstmal, ich habe es jetzt hier mal für einen Monat, ja, vom 10.3. bis zum 10.4. Lasst das mal laufen und dann können wir uns anschauen, wie wir den dann einstellen. Ja, hier zum Beispiel dann sind alle Einstellungen, die ich euch vorher gezeigt habe, jetzt hier in diesem Fenster hier. Ja, das ist im Prinzip das Äquivalent hier im Strategietester. Es gibt so ein paar zusätzliche Sachen dazu, aber grundsätzlich kann der hier eingestellt werden und dann lässt man den laufen, entweder im Hintergrund oder wir können uns das auch visuell anzeigen lassen. Und das will ich kurz mal zeigen, weil das ist ganz schick. Dann sieht man, wie das Ganze läuft. Ja, also hier wird dann irgendwann gibt es eine, hoffentlich gibt es hier keine Range. Doch, jetzt kommt die Range, die wird hier erkannt und dann gibt es hier eben Trades oder es gibt keine Trades. Diese jetzt hier wahrscheinlich keine, weil wegen der Filter, die eingestellt sind. Ich zeige es mal kurz. Mach's mal in einer Einstellung, in der wir auf jeden Fall Deals bekommen sollten, damit ihr das mal seht. Weißer True. Genau, hier der MA-Filter, den schalten wir mal hier aus. Und dann können wir das nochmal laufen lassen. Dann sollten eigentlich alle Ausbrüche gehandelt werden können. Achso, das war wahrscheinlich der Freitagsfilter, hat den 10. März rausgefiltert. So, also genau. Jetzt haben wir hier zum Beispiel, sehen wir dann die Deals, die gemacht werden. Die sehen wir dann hier auch entsprechend in den Operationen, in der Historie. Alles schön und gut. Und da können wir im Prinzip dem EA erstmal im Schnelldurchlauf beim Handeln zuschauen, um zu sehen, was er denn hier so macht. Ja? Man kann das auch langsamer machen, ne, damit man eben noch genauer zuschauen kann, dann bei dem Trade selber. Also eine ganz schicke Geschichte, die eben auch nur möglich ist, wenn man einen EA hat, die nicht möglich ist, wenn man manuell handelt. Ja, deswegen einer der großen Vorteile, die Testbarkeit der Strategie. Man kann das auch nochmal, man kann auch viele, viele Setups miteinander vergleichen. Das nennt sich Optimierung.
Das ist im Prinzip der Vergleich von vielen, vielen solchen Eingaben, dass wir sagen, okay, wir wollen gucken, wie ist es von 7 Uhr bis, Quatsch, hier oben, wie ist es, wenn ich von 7 bis 8 Uhr handle, wie ist es, wenn ich von 8 bis 9 Uhr handle, wie ist es, wenn ich von 9 bis 10 Uhr die Range ermittle und so weiter. Und das können wir hier auch im Strategietester vorgeben, zu sagen, rechnen wir doch mal alles zusammen und alles hintereinander, alle diese Setups hintereinander, und dann kann ich das Ganze gut vergleichen und habe dann gewisse Statistikwerte. Solche Statistikwerte, jetzt möchte ich euch mal kurz zeigen, wie dann so ein Bericht aussieht, den man aus dem MetaTrader 4 oder 5 bekommt. Das wäre jetzt hier ein MetaTrader 5 Bericht, der hier zeigt, ist das das DAX-Setup? Genau, das ist das DAX-Setup. Das war jetzt hier ein 5-Jahres-Backtest von 2018 bis 2023 mit diesen gewissen Einstellungen, die wir hier dann entsprechend nachvollziehen können. Und dann sehen wir die Statistik. Wichtige Statistikpunkte sind zum Beispiel für mich immer das Sharpe Ratio oder eine andere Statistik, die das Ergebnis, den Nettogewinn ins Verhältnis setzt mit dem Drawdown oder mit anderen Risikomaßen, wie beim Sharpe Ratio ist es die Standard Deviation, die Standardabweichung von dem System selber. Ja, es geht immer darum, eine gute Statistik risikoadjustiert zu finden. Ihr könnt wahrscheinlich immer einen EA so gestalten, dass ihr viel, viel Gewinn macht in der Historie, aber vielleicht dazu 80 oder 90% Drawdown generiert zwischenzeitlich. Und das hält keiner durch. Glaubt mir, also wenn ihr mal über 20, 30 vielleicht, es kommt auf die Risikovorliebe, kommt auf jeden an, aber in meiner Erfahrung, die meisten zucken in der Realität, wenn das Konto mal 20, 30% unten ist und lassen lieber die Finger weg davon. Deswegen das Risiko im Blick zu halten, ist ganz, ganz wichtig. Und das können wir eben hier rausfinden zum Beispiel. Das sehen wir hier in so einer Statistik den Rückgang, den maximalen prozentualen Rückgang hier vom Kontostand oder den Rückgang, maximalen Rückgang vom Equity. Das können wir dann eben auf uns wirken lassen, analysieren, mit anderen vergleichen, mit anderen Ergebnissen, um dann zu einem Ergebnis zu kommen. Da sage ich aber am Freitag in unserem Aufbau-Webinar noch mehr dazu. Hier ist ein Strategietester-Report, der ist im Prinzip ganz, das ist einer aus dem MT4. Ich wollte es nur mal zeigen als Vergleich. Der sieht im Prinzip ganz ähnlich aus, bisschen anders im Detail, aber hat auch hier entsprechend, zeigt uns, wie der EA eingestellt ist und hat dann entsprechende Statistikauswertungen, die wir mit anderen vergleichen können. Das habe ich hier noch, genau. Und dann gibt es so ein Optimierungsläufe, ja, solche, wo wir sagen, okay, jetzt rechne doch mal viele, viele Setups hintereinander durch, und auch das kann ein EA, das kann eben auch der MT4 und der MT5, und dieser Optimization Report sieht dann so aus, wo wir dann entsprechend hier unsere Gewinne sehen, wie viele Deals gemacht wurden, jeweils Profit Faktor, Ergebnisse, Rückgänge, Risiko im Prinzip, und können das entsprechend auswerten und schauen, mit welchem wir da weitermachen jeweils. Wie gesagt, da gehen wir ein bisschen mehr ins Detail am Freitag in unserem Aufbau-Webinar, das auch kostenlos ist übrigens. So. Jetzt kennt ihr die Open Range Breakout Strategie, wie sie basismäßig gedacht war, und kennt sie jetzt, wie wir sie in unserem EA noch weiter verfeinerbar gemacht haben. Alles vollständig automatisiert. Und genau. Und das ist, genau, das haben wir auch gehabt, gesehen hier. Das ist so eine Kontostandskurve von einem Backtest, mit eben, dass wir mit einem EA die Strategie in der Historie, wie sie gelaufen wäre, anschauen können. So, am Freitag, jetzt sind wir mit der Zeit schon durch, wie sieht es denn aus? Ich wollte eigentlich nach 45 Minuten fertig sein, jetzt ist es 56, kommen wir so ungefähr hin mit der Stunde dann, auch gut. Ich will euch ganz herzlich einladen, das ganze Thema zu vertiefen. Am Freitag mit mir machen wir nochmal ein Webinar. Das ist dann in Eigenregie hier bei MindfulFX, deswegen auch Anmeldung unter mindfulfx.de/webinar. Lass mich diesen Link mal kurz rauskopieren.
und in den Chat stellen, damit ihr das selber einfach mal klicken könnt. Achso, jemand hat schon gestellt. Ah, der Markus hat schon reingeschrieben. Das ist super. Cool. Dankeschön. Sehr genial. Genau. Und damit hat sich's für mich. Ich würde jetzt mal das Mikro sozusagen, das sprichwörtliche oder das bildliche Mikro an euch geben und schauen, was ihr für Fragen habt. Genau. Also wir haben, was kurz mal zusammenfassend. Also wir haben die Open Race Breakout Strategie an sich geklärt, wie sie sich eignet zur Automatisierung und der Hinweis auf das Vertiefungswebinar. Ach so, ich wollte noch eine subjektive Einschätzung geben, was ich davon halte, um insgesamt das zu automatisieren. Meine Meinung grundsätzlich, es ist eine gewinnbringende Strategie, wenn man sie wirklich ausführlich analysiert und für sich selber anpasst. Ja, weil jemand, der Risikoaversion hat, wird das Ganze anders handeln wollen als jemand, der sehr, sehr viel Risiko vertragen kann oder will. Und deswegen ganz, ganz wichtig, das auf die eigenen Vorlieben jeweils anzupassen. Ja, deswegen, aber dann denke ich, ja, es ist eine gute Strategie, die über die lange Frist Gewinne bringen kann. Natürlich ohne Garantie, das ist ja auch ganz klar. Aber ich denke, für so Sachen wie DAX, für so Sachen wie Euro, Yen, Euro, Dollar ist das gut anwendbar und wahrscheinlich für viele, viele andere Symbole auch, die ich persönlich jetzt noch nicht analysiert habe. Ne? Und genau diese drei Dinge, diese drei Setups hier für DAX, für Euro, Dollar und für Euro, Yen, da zeige ich euch am Freitag konkrete Setups, ja, wie man diesen EA einstellen kann, wie man diese Open Range Breakout Strategie ausgestalten kann, um statistisch einen Vorteil zu haben, der auch hoffentlich in der Zukunft anhalten wird. Ohne Garantie, aber in unserer Erfahrung mit eben allen möglichen Tests, die wir machen können, um das Ganze festzustellen. So. Dann schaue ich mal nach Fragen. Okay. Na, oh, das falsche Fenster erwischt. Na. So. Jetzt Fragen. Ich habe vorher schon mal eine Frage gesehen. Okay. Der Volker fragt, was kostet denn so ein einfacher EA? Das kommt ganz drauf an. Also unsere hat einen sozusagen einen Listenpreis von 990 Euro, der aber so, also kriegst du MT4 und MT5 dafür, aber ich werde am Freitag eine Möglichkeit vorstellen, wie du da günstiger rankommst und nicht nur an diesen EAs, sondern auch an mehrere, viele verschiedene EAs von uns. Komm daher bitte am Freitag, um dich da zu informieren. Oder eben Open Range Breakout EAs gibt es wie Sand am Meer, gibt viele im Marketplace zum Beispiel, oder du kannst mal googeln, Open Range Breakout EA, da findest sicherlich einige Anbieter von verschiedenen Open Range Breakout EAs, die das preislich unterschiedlich gestalten. Ja. So, der Tim fragt, wo ist der Tim? Der Range-Bereich ist von, ach so, das war keine Frage, das war vorher, warum das nicht gelaufen ist, warum. So, der Spignier fragt, handelt der EA auch die erneuten Ausbrüche in derselben Richtung, nachdem der Kurs kurzzeitig zurück in die Range kehrt und dann erneut die ursprüngliche Richtung fortsetzt? Das ist einstellbar. Also grundsätzlich ist das bei unserem EA einstellbar, ob das gewünscht ist oder nicht. Ja, das hatte ich. Das ist hier in dieser, ich mach das mal weg, das ist hier in dieser Einstellung, wo ist es? Buy Sell abwechselnd. Ja, also wenn ich das auf True stelle, dann gibt es nach einem Sell auf jeden Fall ein Buy. Es darf dann niemals ein Sell geschehen nach dem
also am selben Tag. Ja. Das ist hier, genau, ist einstellbar, je nach Wunsch, ist das von, je nach Wunsch natürlich Statistik im Endeffekt. Ja. Also es kommt im Prinzip auf die Statistik an, aber natürlich auch auf die persönlichen Vorlieben. So, dann handelt, fragt der Spigniew in der zweiten Frage, handelt der AI bei dir erfolgreich? Wenn ja, bei welchem Index bzw. Währungspaar? Also, ich handle den AI aktuell noch nicht auf dem Echtgeldkonto. Wir entwickeln gerade in unserem Team MFX mit dem Dirk und mir, wir entwickeln derzeit die Setups, die unseren Qualitätsansprüchen entsprechen würden oder werden, und deswegen gehe ich davon aus, dass das bald so sein wird, dass ich diesen EA auch verwenden werde. Ja, und wenn, ja, und wir, wie gesagt, wir arbeiten an derzeit einem DAX-Setup, einem Euro-Dollar-Setup und einem Euro-Yen-Setup und kommen dadurch hoffentlich auf einen grünen Zweig. Genau. Fritz ist dabei, das ist schön, freue ich mich auf dich. Am Freitag 16 Uhr. Robert fragt, gibt es eine Aufzeichnung vom Freitag von der Vertiefung? Ja, die wird es geben. Melde dich dazu an, dann kriegst du da Infos für die Aufzeichnungen. Auch für heute übrigens gibt es Aufzeichnungen, hatte ich so besprochen. Ich denke, das wird in hoffentlich ein, zwei Tagen spätestens auf dem YouTube-Kanal, denke ich, sein, von JFD. Hab den Anfang verpasst. Gibt es eine Aufzeichnung von, ach genau, die Frage kam gerade von Klaus Peter, super. Wenn ich, dann fragt Michael, wenn ich ein Setup habe, wie oft oder in welchem Zyklus muss ich es aktualisieren? Also wie oft oder in welchem Zyklus muss ich es aktualisieren bzw. nachjustieren? Super Frage, Michael. Kommt im Prinzip darauf an, auf die Art und Weise, wie du es managst. Gibt da verschiedene Ansätze. Vielleicht ganz kurz angerissen, da kannst du sagen, okay, ich werde das ändern, wenn sich irgendwas Signifikantes an den Risikoparametern, wie zum Beispiel Trefferquote oder Drawdown oder sowas verändert innerhalb eines gewissen Zeitraums, dann spätestens nachjustieren. Du könntest auch selber sagen, okay, ich justiere das jeden Monat nach oder sowas. Ja, das ist, liegt im Prinzip an dir, wie du da deine Strategie auslegst. Da gibt es, glaube ich, auch kein richtig oder falsch, sondern eben, ja, es muss zu dir passen, muss in deinen Zeitplan reinpassen. Du könntest sagen, vielleicht, ich will das jede Woche nachjustieren, ja, aber hast du dazu die Zeit? Ne? Weil es sind viele Backtests durchzuführen, bevor man wirklich sagen kann, ein Setup ist signifikant, hat ein Edge oder nicht, ist also signifikant, hat einen guten Erwartungswert oder nicht. Und das muss ich natürlich musst du abwägen für dich persönlich, ne, wie oft da nachjustiert werden muss. Ich persönlich mache so, ich habe einen gewissen Tradingplan, der sagt, okay, ich justiere nach, beziehungsweise schalte das Ding erstmal ab, wenn zum Beispiel der Drawdown auf ein gewisses Maß angestiegen ist, zum Beispiel auf ein gewisses Maß, das größer ist als der historisch gemessene Drawdown. Das wäre zum Beispiel eine übergeordnete Strategie für die Anwendung des EAs. So, dann, hier kommt nochmal eine Frage rein. Kann man mit dem EA pyramidisieren bei erfolgreichem Ausbruch? Nein, mit diesem EA geht das nicht. So, dann würde ich jetzt sagen, ich muss los, ihr müsst wahrscheinlich los und ich schließe das Webinar jetzt. Ganz, ganz herzlichen Dank euch, dass ihr da wart, dass ihr hier mit mir die letzten 65 Minuten verbracht habt. Ich freue mich riesig, dass ihr da wart. Danke auch nochmal an Markus, danke an das ganze Team von JFD, dass ihr mir hier die Möglichkeit gegeben habt, mit euch zu sprechen, mit euch, dem Publikum, und ich freue mich riesig auf euch am Freitag, für alle, die sich entscheiden dafür, ja, am Freitag auch mal kostenlos das Ganze zu vertiefen. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Dienstag, Spätnachmittag und Abend. Alles Gute. Tschüss zusammen. Vielen Dank, Christoph. Bye, bye.
JFT, just fair and direct.